Herzlich willkommen zum ersten Videocast des historischen Seminars der Universität Hannover. In dieser ersten Folge wird es um Militärgeschichte gehen, genauer gesagt um den Bereich Militärgeschichte auf der Lehrwerkstatt Geschichte. Wir werden einmal durchschauen, welche Angebote dieser Unterbereich der Lehrwerkstatt für Sie bereithält und wie seine Nutzung gedacht ist. Der Bereich Militärgeschichte teilt sich auf in fünf Unterbereiche. Der erste Bereich ist der sogenannte Einführungsbereich und umfasst Materialien, die einer ersten Orientierung auf dem Feld der Militärgeschichte und der Militärgeschichtsschreibung dienlich sind. Der zweite Bereich, reales Material, umfasst alle diejenigen Materialien, für die man sozusagen aus dem Hause gehen muss, also Bücher, Aufsätze, Reihenwerke, Museen und in Zukunft auch Archive. Punkt 3, virtuelles Material hingegen, umfasst diejenigen Dinge und Materialien, die vom Computer aus zu bedienen sind, also Videocasts, Podcasts, E-Books und dergleichen mehr. Punkt 4, der Bereich Quellen, ist medial gemischt. Es handelt sich hier also um Verweise auf reale Bücher und aber auch online- und multimedial hinterlegte Angebote. Aber hier ist das verklammernde Element eben der Quellencharakter. Punkt 5 ist dann der Bereich Anderes, der im Prinzip all das versammelt, was sonst keinen sinnvollen Platz mehr gefunden hat. Beginnen wir damit, uns den Einführungsbereich anzusehen. Der Bereich Einführung versammelt das Material, das dazu geeignet ist, sich einen allerersten Überblick, eine Orientierung im Bereich der Militärgeschichte und der Militärgeschichtsschreibung zu verschaffen. Hierbei werden Materialien bereitgestellt, die sich damit beschäftigen, woher Militärgeschichte kommt, welche Entwicklung das Fach durchgemacht hat, welche Methoden benutzt werden und welche Thesen, Tendenzen, Zukunftsaussichten das Feld hat. Es handelt sich hierbei in der Kategorie Geschriebenes um Texte, in der Kategorie Gesprochenes um Aufzeichnungen von Vorträgen führender Militärhistoriker. Die dritte Kategorie, Reizendes, umfasst dann Punkte, über die man trefflich diskutieren kann, die also so ein bisschen als Sprungbrett für die eigene geistige Beschäftigung mit dem Thema dienen sollen. Der Bereich reales Material umfasst das, wofür Sie früher oder später wirklich aus dem Haus müssen, also gedruckte Bücher, Zeitschriften, Reihenwerke, Museen und so weiter und so fort. Für den Studienalltag sicher am nützlichsten ist der Bereich Neuerwerbung. Hier werden diejenigen militärhistorischen Bücher versammelt, die in nahegelegenen Uni-Bibliotheken und auch anderen Bibliotheken angeschafft wurden. Die Liste ist nicht kommentiert, die kritische Durchsicht liegt also bei Ihnen. Passend dazu eine kurze Übersicht über die militärhistorischen Bestände in den verschiedenen Bibliotheken in Hannover, kurz kommentiert, damit Sie wissen, ob oder ob sich nicht ein Besuch lohnt. Zentraler Kern hier sicher die Abteilung Leseguide. Das sind die Bücher, mit denen man in Militärgeschichte einsteigen kann, beziehungsweise Materialien, denn es gliedert sich auf in einführende Artikel. Das sind grundlegende militärhistorische Artikel, oftmals über Militärgeschichtsschreibung selber, also auch theoretische Artikel, die man einmal zur Kenntnis genommen haben sollte. Wenn es geht, gleich mit JSTOR-Link dazu. Das zweite sind Zeitschriften, also das Minimum an wissenschaftlichen Fachzeitschriften aus dem Bereich der Militärgeschichte, die Sie kennen müssen, auch immer kommentiert. Und schließlich die Standardwerke, das ist etwas hochgegriffen, es ist eine von vielen denkbaren möglichen Startlisten, also Bücher, die Ihnen in irgendeiner Form eine Grundlage schaffen, in der Militärgeschichte weiterzuarbeiten. Das sind Bücher aus den verschiedensten Perspektiven, Übersichtswerke, Bücher zur Militärgeschichtsschreibung selber, Bücher zu Einzelthemen, Bücher zu verschiedenen methodischen Zugriffen. Passend dazu die Reihen. Es gibt eine ganze Menge Reihen, Bücherreihen in der Militärgeschichte. Das sind die wesentlichen oder die wichtigsten. Es gibt wiederum viel mehr, aber das sind die wichtigsten, die Sie zur Kenntnis genommen haben sollten. Hier lohnt sich ein Lesen ganz besonders, weil eben hier auch viele Themen abgedeckt werden und Sie so ein Gefühl dafür erhalten, was es überhaupt an Themen gibt. Und der letzte Punkt sind die Museen. Die werden momentan noch ausgebaut. Das folgt dann später. Der Bereich virtuelles Material umfasst dann das Material, das bequem von zu Hause aus vom Rechner oder von welchem Rechner auch immer zu bearbeiten ist und auch dafür gedacht ist. Schwerpunkt hierbei bilden sicher die knapp 200 Videos. Es handelt sich dabei um Vorträge von Militärhistorikern und Militärhistorikerinnen, keine Dokumentarfilme, sind also Vorlesungsaufzeichnungen, Vortragsaufzeichnungen, Fernsehinterviews, Podiumsdiskussionen und dergleichen mehr. Bei Berkeley beispielsweise sieht man, dass es eine ganze Reihe von Formen annehmen kann. Das oberste ist dann ein Vortrag, das zweite, dritte, vierte sind Interviews, dann kommt wieder eine Vorlesung und so weiter und so fort. Die Videos sind bei YouTube hinterlegt, dankenswerterweise. Berkeley hat damit einen Trend gesetzt, demzufolge in der Lernwerkstatt leicht abzuspielen. Passend dazu die verschiedenen Podcasts, also MP3-Variationen davon.
Es handelt sich hierbei teilweise um Vorlesungen aus dem Hause oder Beiträge aus dem Hause, die wir mit Einleitungen, Literaturhinweisen und so weiter versehen haben. Den größten Teil bilden aber wieder externe Materialien, entsprechend zugeordnet, aber die wir dann aber nicht mit Kommentaren versehen haben, um nicht zu sehr den Eindruck zu erwecken, dass es unsere Materialien seien. Vorteil dieser Materialien natürlich die unheimliche Themenbandbreite und in dem Fall auch der Spezialisten, die diese Vorträge halten. Monographien umfasst Monographien, die als E-Books hinterlegt sind, Großteil bei Google Books, teilweise auch bei anderen Anbietern. Mittlerweile, ich glaube, gut 2 Dutzend, teilweise in sehr interessanten Formen, also wirklich jetzt blätterbare E-Books hinterlegt. Schriften aus dem Hause ist dann eine kleine Sammlung von denjenigen Texten zu militärhistorischen Themen, die hier im Hause entstanden sind. Das können zum Beispiel einige Hausarbeiten sein, militärhistorische Rezensionen, jetzt ganz neu der Bereich Online-Produktion. Das sind also Materialien, die gezielt dafür entwickelt wurden, am Rechner rezipiert zu werden. Hier zum Beispiel die Schlacht bei Minden von Professor Schneider und seinem Team. Externe Präsenzen ist eine kurze Übersicht von denjenigen Homepages, die Ihnen beim Studium der Militärgeschichte weiterhelfen können, also Arbeitskreise, Forschungsinstitutionen, Blogs, die man kennen könnte und dergleichen mehr. Die Linkliste geht weiter in die Richtung. Da handelt es sich dann um eine klassische Linkliste zu thematischen Homepages, die man besuchen kann. Vorteil unserer Darstellung, die einzelnen Sachen sind kommentiert. Es ist also nicht nur eine Linkwüste, wo Sie dann gucken müssen, was sich dahinter verbirgt, sondern Sie sehen sofort, was auf Sie zukommt, welche Themen abgearbeitet werden und das Ganze ist auch nach Epoche, Region und Perspektive sortiert. Der Bereich Quellen umfasst eine relativ umfassende Quellensammlung, die sich unterscheidet a) in ganz klassische Quellen, also gescannte Bücher, gescannte Dokumente, gescannte Bilder und dergleichen, also PDFs, wie man sie auch in Büchern findet, nur eben online hinterlegt, und b) in multimediale Quellen, die natürlich aus der Sicht des E-Learning das Besondere sind, das, was die Lernwerkstatt, was das Internet eben besser kann als das gescannte Buch. Der Bereich Filmquellen umfasst dabei eine ganze Reihe von verschiedenen Kategorien: Propagandafilme, Lehrfilme der verschiedenen Armeen, dokumentarisches Material und dergleichen mehr. Der Aufbau ist immer gleich. Wir haben versucht, zu jedem Film Regisseur und Jahr der Entstehung anzugeben neben dem Titel und dann einen kurzen Kommentar dazu, was das Besondere an diesem Film ist, worauf man achten kann, sei es medial, sei es historisch, sei es inhaltlich, wie auch immer. Der größte Teil ist bei YouTube hinterlegt, einige Sonderformen sind noch dabei, aber das ist dann nicht so wichtig. Entsprechend auch Audioquellen. Hierbei handelt es sich um Hörbücher sozusagen, die gemeinfrei sind. Das ist noch relativ wenig, weil das auch eine sehr bestimmte Quelle ist, aber wer da etwas findet, da sind wir für Hinweise sehr dankbar. Im Bereich Anderes sind 3 Punkte versammelt. Zum einen sind das die Redewendungen, das sind also Redewendungen mit militärhistorischem Hintergrund. Zum zweiten ist das das Glossar, das langsam aber stetig wächst und militärhistorische und militärische Fachbegriffe erklärt. Und Punkt 3 ist dann Aktuelles, sozusagen das Blog der Militärgeschichte auf der LWG. Hier werden interessante Fakten, Nachrichten, Neuigkeiten zusammengetragen, die im wirklich allerweitesten Sinne, auch im humorigen teilweise, mit der Militärgeschichte zu tun haben. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einigermaßen nahebringen, was sich im Bereich der Militärgeschichte alles versteckt. Sie finden hunderte von Stunden von Videos, Podcasts, E-Books, Quellen, Literaturhinweisen. Viel Spaß beim Erkunden dieser Materialien und über Feedback freuen wir uns jederzeit.